Tja, das war die letzte. Deine Familie hat echt eine Menge Weihnachtsdekorationen. Ah, ist ein regelrechter Wettkampf in der Straße. Ja, ist mir aufgefallen. Danke, dass ihr mir bei der Dekoration helft. Dieses Jahr bin ich allein dafür verantwortlich. Und das heißt, ich darf den Baum aussuchen. Nach 12 Jahren schrecklicher Bäume ist es endlich vorbei. Das war mein erster enttäuschender Baum. Schatz, der perfekte Baum. Oder der radioaktive Baum vor 4 Jahren. Der perfekte Baum, Schatz. Und dann natürlich das Desaster von letztem Jahr. Ich präsentiere den perfekten Baum. Oh. Ha! Dieses Jahr wird's anders, denn wir werden den besten Baum im ganzen Wald ausfindig machen. Los, 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 los! Eisbär wird fahren. Ciao, viel Spaß euch. Ich überlasse alles andere hier euch. Wir beeilen uns, okay? Okay. Und keine Angst, wir werden das Haus bombig dekorieren. Alles klar, dann lass uns loslegen. Das wird wohl dauern. Kleiner Bruder, wir holen dich da raus. Chris, nein. Ralph, er ist viel zu gefährlich. Eisbär wird sich befreien und Ralph wird bereuen. Ein ganz starker. Hey, Kleiner, komm mal her. Wer, ich, euer Majestät? Bleib hier und hab ein Auge auf ihn und komm auf keine blöden Ideen oder den Bären wird's schlecht ergehen. Ich zähle auf dich, blamier mich nicht, alles klar? Okay, was hast du mit uns vor? Keine Angst, für euch habe ich auch einen wunderbaren Job. Kommst du? Und denk dran, keine blöden Ideen. Klar, Wache schieben, das bekomme ich hin. Wache schieben mit meinem Kumpel ist doch schön. Oh, sieh mich nicht so an, Mann. Tut mir leid, okay? Was soll ich denn machen, ha? Du hast doch Ralph gehört. Keine blöden Ideen. Ah, ich fühle mich so gefangen, als wäre ich eingeschlossen in einem eiskalten Block aus Angst. Ich kann mich gegen Ralph doch nicht behaupten. Ich bin zu labbrig. Und selbst wenn ich ausbrechen wollte, wüsste ich nicht wie. Denk nach, Charlie, denk nach. Hm? Das ist es. Keine Angst, ich hab dich in 0,0 da raus und dann kannst du Ralph die Leviten lesen. Tanz was anderes, ich will Abwechslung. Schneller, au! Erbärmlich, tanz weiter. Dina, meine Füße tun mir weh vor lauter Lachen. Massiere sie mir ein wenig. Ja, Ralph. Wie war das? Ja, König Ralph. Viel besser. Was soll denn das werden? Nimm Lotion, du Nase. Ugh, Mann, ist das eklig. Ugh. Oh Mann, ich kann nicht hinsehen. Bro, du bist entkommen. Hä? Bruder, du bist gekommen, um uns zu retten. Du konntest einfach nicht die Füße stillhalten. Die Befehle des Königs zu missachten ist Hochverrat. Eisbär wird Ralph stürzen. Ach, ist das so? Dann komm hier hoch, wenn du dich traust. Ralph gegen Eisbär, fairer Kampf. Ich kann nicht fassen, dass du drauf reingefallen bist. Mann, das ist zu gut. Dachtest du wirklich, du könntest mich verraten, Charles? Ich weiß nicht, was dümmer ist. Dass du diese Bären hier vorziehst oder dass du dachtest, du kommst damit durch. Was habe ich bloß von so einem schwachen, labbrigen Hänfling wie dir erwartet? Aber ist ja auch kein Wunder, wenn du mit solchen Verlierern abhängst. Dieser Typ zum Beispiel hält sich für so cool, ist aber einfach nur armselig. Und der Kerl da oben hält sich wegen ein paar Moves für ach so stark. Dabei kommt er nicht mal aus dem Netz raus. Und unter uns, muss ich zu dem hier überhaupt noch was sagen? Tja, bei solchen Freunden ist es kein Wunder, dass du nichts weiter bist als ein lächerlicher Trotto. Immerhin sind sie meine Freunde. Im Gegensatz zu dir. Es ist Zeit für dich zu gehen, Ralph. Ach wirklich, ja? Und wer wirft mich raus, Kleiner? Ich, Ralph. Oh, also willst du auch ein Nerd sein, hä? Auf Wiedersehen, Charlie. Ha? Komm wieder her! Stimmt das? Halt still! Halt stehen! Oh.
Knie vor deinem König. Oh, meine Augen, das brennt! Ralph, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Tu es. Nein, verabschiede dich und geh bitte. Na gut, ich wollte sowieso nicht mit euch Nerds abhängen. Ha. Blöde Spielverderber. Blöde.